Ich will sie zurückhaben. Gib mir meine Spucke zurück. Nein. Nein. Sag mir wenigstens, was du glaubst, was ich haben könnte. Nein. Schließlich könnte ich mich erinnern. Simon, du irrst dich doch nie. Das ist richtig, doch. Glaubst du, dass du mich umarmen könntest? Hallo, Schatz. Also langsam reicht's mir wirklich. Ich versuche seit Tagen, dich zu erreichen. Wo steckst du bloß die ganze Zeit? Oh, ich hasse diesen Anrufbeantworter. Die Sommerpause ist vorbei. Es ist wieder Zeit für Rocher. Jetzt wieder frisch bei Ihrem Kaufmann. Rocher. Rocher von Ferrero. Bitburger Pilz. Ein besonderes unter den Besten. Bitte ein Bit. Wenn dir alles gelingt oder mal was passiert, es geht frischer mit Wrigley's Spearmint. Wenn man alles erreicht oder auch mal verliert, es geht frischer mit Wrigley's Spearmint. Und wenn du dich gut fühlst, ist es immer dabei. Was der Tag dir auch bringt, es macht dich frisch und frei. Alles geht frischer. Mit Wrigley Spearmint, alles geht frischer. Mit Wrigley Spearmint. Hollywood auf Video, jetzt in ihrer Videothek. Heute ist ein guter Tag zu sterben. Fünf junge Menschen erleben den Tod, aber sie wissen nicht, auf was sie sich einlassen. Der ultimative Thriller mit dem Superstar der 90er, Julia Roberts. Vielen Dank für den Albtraum. Flatliners. Video bringt Kino jetzt zuerst auf den Bildschirm. Warum warten? Ich als Maus, ich kenne mich aus. Das ist der beste Käse, den ich kenne. Lindenberger Naturmilch. Mmh, wie der riecht. Und wie der aussieht. Zum Anbeißen. Mmh, ist der mild, so mild. Aber trotzdem schön würzig. Sollten Sie mal probieren. Lindenberger Naturmilch. Mild, aber würzig. Mutterliebe und Leibniz. Denn wen man lieb hat, dem gibt man nur das Beste. Leibniz Butterkeks. In Leibniz steckt viel Liebe drin. Leibniz von Balsen. Wecken Sie Ihren Motor. Wenn er immer hellwach und voll da ist, liegt das auch an unseren Kraftstoffen mit SO100. Sie sind so hochentwickelt wie die neuen Motoren. Der 30.9. ist Wüstenrottag, der Tag, der Bausparen schneller macht. Magneme, Mousse au Chocolat. Mit Sahnehäubchen. Exklusiv von Dr. Oetker. Dito, Dito, sono arrivato. Was kostet heute ein Auto mit Seitenaufprallschutz? Ein Jahresgehalt? Kann sich nur ein Bruchteil der Bevölkerung ein sicheres Auto mit moderner Gurttechnik leisten? Ist reine Luft im Auto nur Top-Managern in ihren Firmenwagen vorbehalten?
Und gibt es die neueste Umwelttechnik nur in der Luxusklasse? Am 12. Oktober können Sie all diese Eigenschaften serienmäßig von einem Kompakten verlangen. Opel. Du lebst bei uns schon all die langen Jahre. Du denkst an uns und du vergisst uns nie. Du hilfst uns tausendmal und machst nie viele Worte. Ich möchte dir danken und Danke heißt Merci. Merci, mein kleines Dankeschön. Merci, dass es dich gibt. Du wachst auf. Erst rundum geschützte Zähne sind sicher vor Karies, Zahnstein und Parodontose. Deshalb brauchen Sie den Rundumschutz von Theramed. Jetzt haben Sie gut lachen mit dem Rundumschutz von Theramed. 2 Stunden vor der Modenschau. Meine ganze Kameraausrüstung, alles weg auf dem falschen Flieger. Also ich in den nächsten Fotoladen, um mir dort eine neue Kameraausrüstung auszuleihen. Der Typ, der guckte mich an. Ich zog meine American Express Karte raus. Ja, und dann lächelte er und sagte: Pas de problème, Madame. Und weißt du was? Ich hab die Titelstory. Nicht schlechter. Medikamentenausgabe. Achtung, Dr. Klang hat sich geweigert, das Streikkomitee zu empfangen. Wir möchten alle Schwestern auffordern, heute den Dienst nach Vorschrift zu machen. Nimm die Spucke. Von wem ist sie? Ich weiß nicht, Baryshnikov oder so. Nein, das ist Stefanie Brodischbucke, klar, eine Ballettkarte. Dieser Dr. August nervt uns laufend damit. Wer ist das? Dieser brillante junge Pflichtassistent, der das Ding mit den 2 Fingern... Ach, dieser Klugscheißer, der. Ja, hier steht was von Niederländer, trilateraler Myopie. Er will einen Lastvogeltest machen. Hey, Moment mal, kennst du den Lastvogeltest? Klar. Ich habe im National Enquirer nichts darüber gelesen. Oh, nein, er stand im People Magazine. Ah. Du weißt doch, dass man mit der trilateralen Myopie und dem Niederländer nicht immer sicher sein kann. Oh. Aber bei diesem Lastvogeltest.